Okay, einen recht schönen guten Morgen. Ein Video von mir. Nicht sehr seriös wirkend, da selbst mit dem Handy aufgenommen. Und One Take ohne Schnitt. Nee, wird mit Schnitt sein. Aber nicht so das, was man gerne auf Video, auf YouTube anguckt. Weil es sind ja meistens so eher so die Leute aus der Verschwörungsecke, die sowas posten, und da gehöre ich nicht mit dazu, auch wenn es so aussieht und auch wenn viele wahrscheinlich sagen würden, dass es so ist. Aber ja, ich wollte spontan reagieren auf Von der Pflicht von Richard David Precht, was ich gar nicht gelesen habe. Mache ich aber vielleicht noch. Aber ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden, worum es geht. Und ich wollte sagen gern, bevor ich es lese und vielleicht dann nochmal auch meine Meinung ändere und nochmal genauer darauf eingehe, aber die Frage ist ja nicht, ob wir eine Pflicht haben gegenüber der Gesellschaft, ne? Weil das ist ja, kann man ganz klar mit Ja beantworten. Wir haben eine Pflicht. Die Frage ist, wie wir die ausfüllen, ne? Oder wie wir die erfüllen, unsere Pflicht. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze dazu. Moment, jetzt mache ich mal eine Pause. Wie geht's weiter? Ich würde mal mit der Wehrpflicht anfangen, ne? Weil von dem Freund, von dem ich die Buchempfehlung gekriegt habe, der ist so alt wie ich ungefähr. Und der hat damals Zivildienst gemacht, ne? Weil ja, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich sogar länger verpflichtet. Ich habe 2 Jahre gedient bei der Bundeswehr. Ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, ne? Vor allen Dingen von einem Pflichtverweigerer. Jedenfalls, ja, dieser Pflicht, Quatsch, dieser Precht, der redet ja auch von einem zweiten Jahr, von einem zweiten Pflichtjahr für die Gesellschaft, was überlegenswert ist. Das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Aber ja, die Frage ist dann halt wie, ne? Und die Frage, also früher war das ja ganz normal, so eine Wehrpflicht, und ist ja auch heute noch diskutierenswert, das Land zu verteidigen, ne? Mit militärischen Mitteln, gegen militärische Aggression. Ist eigentlich nicht so abwegig, wie das heutzutage vielen scheint. Aber ich glaube, abwegig wäre es schon, jeden Menschen dazu verpflichten, das zu machen, ne? Und deswegen gibt es die Wehrpflicht ja auch gar nicht mehr bei uns. In anderen Ländern gibt es das noch. Aber das ist halt, für viele scheint das halt nicht der geeignete Weg zu sein, ihre Pflicht der Gesellschaft gegenüber zu erfüllen oder das, was sie der Gesellschaft zurückgeben wollen. Ne? Und ich finde es daher auch gut und ja, also ich finde es, glaube ich, eher richtig, dass sich jeder selber aussuchen kann, was der Gesellschaft zurückgibt und auch wann, ne? Weil da muss man erstmal dazu bereit sein, finde ich. Da muss man erstmal eine gewisse Reife dazu erlangt haben. Von einem Dreijährigen würde ich es nicht sinnvoll finden, sowas zu verlangen. Und auch von 20-Jährigen oder von 60-Jährigen. Es kommt eben auf den, nicht auf die, auf das biologische Alter drauf an, sondern auf die psychologische Reife, ob man was zurückgeben kann, ne? Ein Psychopath, der genug mit sich selbst zu tun hat, es wird schwierig sein, dass der was zurückgibt. So ein Beispiel, das mir da eingefallen ist, wäre Mozart, ne? Mozart hat ja was der Gesellschaft zurückgegeben, sicherlich nicht also natürlich werden wir alle sagen ja, ne? Aber wenn wir jetzt mal an die Pflicht so im Sinne von Wehrpflicht denken, das ist halt auch das andere extreme Beispiel, ne? Aber man hätte damals auch sagen können, ja, das nützt uns nichts, was der Junge uns hier anbietet. Der sollte mal was Ordentliches lernen, ne? Mozart wurde zum Beispiel, der ist nicht in die Schule gegangen, ne? Damals gab es keine Schulpflicht. Also für die, die es nicht wissen, ich bin für eine Bildungspflicht in einem gewissen Sinne, ne? Also, aber nicht für eine Schulpflicht unbedingt.
Ich bin mehr so ein Verfechter der Freilerner-Philosophie. Mozart, der hat es selber gelernt, mit seinem Vater natürlich, und sicherlich hat er auch andere Inspirationsquellen gehabt. Und ich glaube, der hat der Gesellschaft sehr, sehr viel zurückgegeben, und ich glaube, wir können sehr dankbar dafür sein, dass er so frei lernen konnte und dass er auch frei entscheiden konnte, wie er was der Gesellschaft zurückgibt. Und dass er eben nicht weder Soldat sein musste, noch Bauer, noch gut, die Industrie war damals noch nicht so weit entwickelt, ne? Aber irgendwie irgendein Arbeiter, das hat man ihm damals nicht auferlegt. Und man hat ihm auch kein schlechtes Gewissen eingeredet, dass er das nicht macht, sondern er konnte sich frei entscheiden, frei entfalten und konnte dann aus Freude einfach, weil er das gemacht hat, gern gemacht hat, was er gut konnte, oder andersrum, weil er das immer wieder gemacht hat, was er gern gemacht hat, konnte das dann irgendwann mal so gut, dass er was der Gesellschaft zurückgeben konnte. Und das ist so eine Philosophie. André Stern empfehle ich da, ne? Ist ein Pädagoge, der auch ein Autodidakt. André Stern oder auch Gerald Hüther, ne? Die arbeiten zusammen, die beiden zum Beispiel. Die gehen ein bisschen davon aus, die haben so eine neue Idee, weil ich habe im Lehramtsstudium gelernt, dass die Erziehung und Bildung, ne, so wie sowohl von den Eltern als auch von den Lehrern, dass die sich immer zwischen zwei Polen bewegt. Einerseits zwischen ein Ziel ist, dem Individuum dabei zu helfen, sich möglichst frei zu entwickeln und sich selbst zu finden. Und andererseits ist die Aufgabe eben, dass das Individuum sich in die Gesellschaft einfügt und nützlich für die Gesellschaft ist. Und man müsste da einen Kompromiss finden zwischen diesen beiden Polen. Beide sind wichtig. Und jetzt aber dieser neue Ansatz ist ein bisschen optimistischer. Bisschen, manche würden vielleicht sagen naiv, ne? Aber die glauben eben, und es lohnt sich, das sich mal ein bisschen anzuhören und dann eventuell auch die Bücher zu lesen von Stern, dass wenn man die Leute sich, die Kinder sich frei entwickeln lässt, und die mit Liebe unterstützt und die mit Enthusiasmus lernen lässt, dass die dann automatisch ein Bedürfnis entwickeln, der Gesellschaft was zurückgeben zu wollen. Und dass es dann in dem Sinne keine Pflicht mehr ist, sondern ein tiefes inneres Bedürfnis, ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein. Ja? Und weiß nicht, inwieweit Brecht darüber redet, aber das ist ein Ansatz, der mir gut gefällt. So, ich persönlich fühle mich wenig angesprochen von diesem Aufruf zur Pflicht, weil nicht deswegen, weil ich finde, dass ich keine Pflicht habe, sondern weil ich denke, dass ich mir dieser Pflicht bewusst bin und dass ich auch der Gesellschaft gern was zurückgeben möchte und das auch tue und das vielleicht sogar mehr als ein Großteil der Bevölkerung, als die Mehrheit der Bevölkerung, dass ich mir schon länger darüber Gedanken mache und länger darüber bewusst bin, dass das wichtig ist. Und ich glaube, das ist deswegen der Fall, weil ich mich relativ frei entwickeln konnte in meiner Kindheit und Jugend, ja, und dass ich auch die Möglichkeit dazu hatte, wirklich egoistisch zu sein und an mich zu denken, was, glaube ich, wichtig ist in der Entwicklung eines jeden Individuums. Und wenn ich glaube, wenn Kinder diese Möglichkeit nicht haben und dass sie moralisch daran gehindert werden, ihren Egoismus auszuleben, in der natürlichen Phase ihrer Entwicklung, ne? Wenn sie sozusagen zu früh, zu reif gemacht werden,
durch ihre Eltern oder auch durch die Lehrer oder auch durch den Staat, ne, indem man sagt, ja, guck mal, wir müssen mal die Maske tragen, weil sonst, stirbt Oma und Opa. Ne? Und dann diese Verantwortung dem Kind so aufzutragen, mit, das nennt man dann ein Über-Ich, ne? Du hast, du, guck mal, und also nehmen wir mal, der Opa, der stirbt dann wirklich, ne? Und das Kind denkt dann, dass das Kind dran schuld ist, weil der Opa gestorben ist, was das für Ursachen, was das für Auswirkungen haben kann, Entschuldigung. Also das ist jetzt mal ein extremes Beispiel, ne? Aber wenn man den Kindern solche moralischen Verpflichtungen auflegt, zu früh, und sie so daran hindert, einen gewissen Egoismus auszuleben, dann ist der halt immer, wird er immer latent vorhanden sein, auch im späteren Leben, und dann werden es immer versteckte Egoisten bleiben. Ja, das ist jetzt, klingt jetzt wie eine steile These, aber das ist Rousseau. Ne? Rousseau redet darüber in seinem Buch Emile und Le Traité de l'Éducation, der Vertrag der Erziehung. Er redet davon frühreifen Früchten. Ne? Also die Menschen wären dann wie frühreife Früchte, die so aussehen wie reife Früchte, aber die keinen Geschmack haben. Ne? Also das ist ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Mensch, der sich höflich verhält. Das sieht so aus, als ob er Respekt gegenüber den anderen hat. Aber es ist halt alles nur antrainiert. Ne? Es ist eine Behaviorismus, also eine Dressur. Ja? Das Kind sagt dann nicht guten Tag, wünscht nicht jemanden guten Tag aus dem tiefen Herzen heraus, weil es wirklich einen guten Tag wünscht, sondern weil es das gelernt hat, dass man das so machen muss. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es eine Strafe dafür. Und wenn man es macht, dann kriegt man vielleicht einen Bonbon dafür. Ja? Da arbeitet man mit Verstärkung, positiver und negativer Verstärkung, und das ist eine Dressur, so wie man das mit Ratten macht, ne? Skinner und Pavlov und so. Also ich denke eher mittlerweile, ne, früher habe ich das auch so gedacht, dass viel so funktioniert. Mittlerweile denke ich, dass es besser wäre, das Kind machen zu lassen, mit gutem Beispiel voranzugehen, ihm das zu zeigen. Ne? Kinder lernen nicht, oder ich denke, Kinder lernen weniger durch Dressur, sondern lernen tatsächlich eher durch Beispiel und durch eigene Erfahrung. An Beispielen und durch eigene Erfahrung. So, also ich nochmal zum Beispiel. Ich hatte eben diese Freiheit und hatte auch die Freiheit, ein schlechter Mensch zu sein, egoistisch zu sein und ein großes Arschloch zu sein. Und war das auch, habe das auch gemacht und habe durch diese Erfahrung, die ich dabei gelernt habe, ist mir bewusst geworden, dass ich anders sein will. Weil ich gesehen habe, was es für Auswirkungen hat, wenn ich ja, egoistisch bin und nicht auf die anderen achte. Ich habe gesehen, was das bei den anderen für Auswirkungen hat. Hat mich dann gefragt, wie wäre es, wenn andere Leute so mit mir umgehen würden. Und was auch teilweise passiert ist dann. Ne? Und habe gemerkt, dass mir das nicht gefällt, dass mir nicht gut geht dabei. Und konnte so mein Verhalten dann anpassen und an mir arbeiten. Und ich denke, dass ich deswegen da bin, wo ich heute bin. Ne? Ja, es ist ziemlich improvisiert hier und frei. Ne? Also ich habe mir keinen Plan vorher gemacht. Aber jetzt nochmal, um zum roten Faden zurückzukommen, um zur Pflicht. In dieser ganzen also irgendwie wollte ich zurückkommen zu Henry David Thoreau. Weiß nicht, ob den schon jemand kennt. Wäre cool, weil das war ein Philosoph 1850, ein amerikanischer,
Ich hatte den mal im Lehramtsstudium, hatte ich den sein Essay von der Pflicht zum zivilen Ungehorsam on the Duty of Civil Disobedience, hatte ich diesen Essay mal verglichen mit dem politischen, mit dem kommunistischen Manifest von Marx, den ich auch mag und damals auch schon mochte. Und, aber ich muss dann sagen, bei diesem Vergleich hatte ich mehr Vorliebe entwickelt für Thoreaus Ansatz, ne? Was eher ein freier Ansatz ist. Und das kommunistische Manifest ja, hat ja doch schon auch, ja, sind zwei große verschiedene Ansätze, aber beides idealistische und auch beide mit dem Ziel, halt die Gesellschaft zu verbessern. Ja? Thoreau, warum gefällt der mir besser? Oder was hat das damit zu tun mit der Pflicht? Ne? Also, das ist ja schon im Titel, die Pflicht zum zivilen Ungehorsam. Und zwar, nur mal kurz nochmal am Anfang, Thoreau hat dann Gandhi zum Beispiel inspiriert, ne? Mit der Passive Resistance, der passive Widerstand, womit Gandhi dann die Unabhängigkeit Indiens vom britischen Imperium erlangt hat. Also, dieser Aufruf zum zivilen Ungehorsam, warum? Warum hat er das gemacht? Damals zu der Zeit haben die USA Krieg geführt gegen Mexiko, glaube ich. Glaube ich, ja. Auf jeden Fall war Thoreau nicht damit einverstanden, dass die Krieg da führen, dass die USA Krieg führen und dass sie seine Steuergelder dafür benutzen. Und deswegen hat er, glaube ich, aufgehört, einfach die Steuern zu bezahlen und musste dafür dann ins Gefängnis. Aber er hat das akzeptiert, weil er das nicht richtig fand, mit seinem Geld, dass mit seinem Geld dieser Krieg geführt wird. Hat eben darüber seine Geschichte geschrieben. Ja. So, und jetzt kommen wir zurück zur Pflicht, zur aktuellen Pflicht hier. Meine Pflicht, ich habe eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft, die fülle ich aus, denke ich. Ich bin Lehrer, ne? Ich denke als Lehrer. Trage ich dazu bei oder ich versuche dazu beizutragen, dass die Leute sich mehr bewusst sind, dass die Leute sich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Menschen, der einzelnen Kulturen untereinander bewusst sind. Ich versuche zum Verständnis zwischen den einzelnen Kulturen beizutragen und dadurch auch zum Frieden zwischen den einzelnen Kulturen und zwischen den einzelnen Menschen. Das ist so ein bisschen den Beitrag, den ich leisten möchte. Und deswegen versuche ich auch das Video hier zu machen, zum Beispiel, weil ich den Eindruck habe, also wir reden von der Spaltung in der Gesellschaft, ne, und ich sehe auf der einen Seite sehe ich ja die große Mehrheit, die klar, Solidarität und so, ja, das ist ein Argument, das ist verständlich und das ist auch überhaupt nicht abzustreiten und das ist aber klar, ne? Das ist, ihr braucht mir da nicht irgendwie was Neues zu erklären, das ist klar. Das ist vielleicht nicht allen bewusst, die gegen das Maskentragen sind zum Beispiel, ne? Da gibt es sicherlich Egoisten auch dabei, aber es gibt auch einen Teil, das sind keine Egoisten mehr, sondern die sind sich auch dieser Pflicht bewusst, dieser Solidarität und die wollen auch solidarisch sein, aber die denken trotzdem noch ein bisschen weiter. Also zum Beispiel ich trage eine Maske, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich trage eine Maske, wenn ich auf dem Markt bin, draußen sogar. Ne? Ich trage eine Maske, wenn ich denke, dass es irgendein Risiko gibt, dass ich jemanden anstecken könnte, auch wenn ich keine Symptome habe. Ne? Aber sicher, sicher. Okay. Wenn ich in ein Altersheim gehe, trage ich eine Maske. Wenn ich in die Schule gehe, trage ich eine Maske. Wenn ich in ein Gebäude überhaupt gehe, trage ich eine Maske. Wenn ich jetzt gerade hier bin, am See. Und hier ist niemand, weil es ist früh um 6:30 Uhr, trage ich keine Maske.
Das war hier in Frankreich vor einem genau einem Jahr war das illegal. Und ich hätte dafür 135 € bezahlt, wenn mich jetzt jemand erwischt hätte. Dagegen bin ich. Ja? Ich bin dafür, dass es sinnvoll gemacht wird. Aber okay. Um zurückzukommen zu meinem Beitrag, ich möchte gern Verständigungsarbeit leisten, eine Vermittlerrolle spielen zwischen Querdenkern und dem Rest der Gesellschaft. Ja, weil, okay, vielleicht gibt es bei den Querdenkern, oder ganz offensichtlich gibt es da Leute, die ein paar Sachen nicht verstanden haben. Aber sie deswegen auszugrenzen aus der Gesellschaft und einen Dialog zu verweigern, mit denen würde ich für ja, würde ich tatsächlich sogar, ich sag's mal ganz provokant, für faschistisch halten, ja? Weil das bedeuten würde, dass wir uns moralisch überheben, uns sozusagen als moralische Übermenschen fühlen und diesen Abschaum da, diesen rechten Abschaum als Untermenschen wahrnehmen würden, ausgrenzen würden und am liebsten irgendwie ausschneiden würden, wie ein Geschwür aus der Gesellschaft und uns dessen entledigen würden. Ja? Das ist, also, ich weiß nicht, aber die so denken über irgendwelche Nazis, ne? Wir nehmen jetzt mal das ganz extreme Beispiel auf der ganz extrem rechten Seite, irgendwelche menschenverachtenden Nazis. Die sind menschenverachtend, das sind Nazis, das sind Faschisten. Das ist nicht richtig. Aber die jetzt so auszugrenzen, den Dialog zu verweigern und die sich derer am liebsten zu entledigen, wie auch immer, ne? Den Gedanken müsste man mal zu Ende denken. Wie würde man das machen? Ich habe zum Beispiel von Freunden gehört, ja, am liebsten alle in ein Stadion machen und eine Bombe draufwerfen. Ja, klingt ein bisschen für mich nach Massenvernichtungslager, ne? Weiß nicht, wurde ja schon mal gemacht, bis 45. Ne? Also ist eigentlich genau dieselbe Methode, halt nur in die andere Richtung. Finde ich. Und finde ich nicht gut. Und deswegen denke ich, dass Dialog unabdingbar ist, egal wie krass die Menschen drauf sind, wie schlecht die Menschen drauf sind und wie falsch die Menschen liegen, ne? Wie sehr sie sich verirrt haben auf ihrem Weg. So, in dem Sinne, ich habe öfter mal gesagt, jetzt in letzter Zeit, dass ich ein Querdenker bin. Mit meinen Freunden würde ich nicht sagen, letzten Endes Querdenker nicht, Freidenker. Querdenken stört mich nicht ab und zu mal. Aber ich denke auch nicht systematisch quer, nur um anders zu denken als die anderen. Ich denke, ab und zu mal kann Querdenken auch zu einer interessanten Lösung führen. Auf jeden Fall denke ich, dass man Dialog mit Querdenkern aufrechterhalten sollte für unser eigenes Wohl und auch für das Wohl der Querdenker. So, und nun kommen wir mal zur Impfpflicht, ne? Weil das ist ja letzten Endes das Thema gerade und Maskenpflicht okay, aber Impfpflicht ist noch eine andere Geschichte. Also wie gesagt, ich denke, dass ich eine Verpflichtung habe gegenüber der Gesellschaft, aber ich denke, ich habe auch eine Verpflichtung gegenüber mir selbst, ne? Oder sagen wir mal so, die Pflicht gegenüber der Gesellschaft steht nicht über meinem eigenen Wohlsein. Und also erstens denke ich, dass wenn sich diejenigen Leute impfen, die Angst haben, die das Risiko als zu groß empfinden, sich mit Corona zu infizieren und das vielleicht nicht zu überleben, wenn diejenigen sich alle impfen und dann irgendwann mal geimpft sind, dann sehe ich nicht, warum ich mich noch impfen sollte. Weil dann besteht keine Gefahr mehr, ne? Dann sind alle Schwachen und alle ja,
wo ein gewisses Risiko besteht, die sind dann geschützt. Und dann jetzt nochmal ein zweites Kondom überzuziehen, also hilft, senkt dann das Risiko von 0,0001 dann vielleicht noch auf 0,0000001. Ja, kann man machen, aber dann kann ich extra nochmal einen Schutzanzug anziehen und kann mich trotzdem mit meinem Schutzanzug noch in meinem Zimmer einschließen. Also irgendwann mal, finde ich, ist dann die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, machen wir alle. Ne? Macht auch ihr, macht jeder, weil auch ihr geht ohne Schutzanzug raus. Stellt in dem Sinne dann doch wieder ein gewisses Risiko dar für schwächere Bevölkerungsgruppen. Aber das ist ein Risiko, was ihr abwägen könnt. Und wo dieser Punkt liegt, welches Risiko einzugehen ist, ja, das, genau, ne? Entweder entscheidet das jeder für sich selbst oder wir lassen eine Autorität für uns darüber entscheiden. Also, ich habe jetzt nicht noch mal genauer nachverfolgt, wie das in Schweden läuft, ne? Aber ich glaube, Schweden ist nicht katastrophaler als wie es in Frankreich, Spanien oder Italien letztes Jahr war. Obwohl in den drei Ländern super harte Lockdowns waren, wo die Strände mit Hubschraubern abgeflogen wurden, ob da nicht vielleicht doch Leute heimlich spazieren gehen. Ja. Und in Schweden sind auch Leute gestorben, aber wir können nicht erwarten, dass es dort trotz mehr oder dass es da mit mehr Freiheit bessere Ergebnisse gibt. Das hat auch keiner erwartet. Ne? Da sind mehr Leute gestorben als in Schweden und Dänemark und Finnland. Damals auch als in Deutschland. Mittlerweile ist es, sind in Deutschland, ja, wir brauchen da nicht in die Details gehen, aber ich stehe dazu und es gibt auch andere Leute noch, die weiter denken, dass das okay ist, dass man den Leuten, dass man den Menschen Freiheit und auch Verantwortung gibt und dass man nicht alles für sie selber entscheidet. Nicht alles selber für sie entscheidet. Ich finde, das ist okay, wie das in Schweden gelaufen ist. Vor allen Dingen dann, wenn man noch die ganzen anderen Folgen oder die Folgen des Lockdowns, die man jetzt noch nicht absehen kann, sowohl wirtschaftlich als auch psychologisch, als auch soziologisch, wenn man die eventuell dann irgendwann mal noch mit in die Rechnung einbeziehen kann, was schwierig ist, ne? Weil das sind ja alles, also zumindest was psychologische und soziologische Sachen anbelangt, das ist ja schwer irgendwie zu messen und in Statistiken einzuführen. Zumindest nicht so einfach, wie man das mit einem Schnelltest machen kann. Okay, also vielen Dank erstmal nochmal, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und ein bisschen zusammenfassend und abschließend würde ich also gerne nochmal darauf zurückkommen, auf meine Aufgabe, meine Pflicht, ich möchte gerne aufklären. Ich finde, dass wir alle unsere eigene Entscheidung treffen sollten mit so viel wie möglich Aufklärung, mit so viel wie möglich Wissen, so bewusst wie möglich unsere Aufklärung treffen sollten, unsere Entscheidung treffen sollten. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir Informationen, die Informationen, die wir aufnehmen, zu dem wir Zugang haben, dass die so weit wie möglich, das Spektrum sollte so weit, weit wie möglich gefächert sein. Und dass wir uns deswegen nicht beschränken sollten, was unsere Informationsquellen betrifft. Ob die dann vertrauenswürdig sind oder nicht, das können wir auch ja nur dann entscheiden, wenn wir uns die erstmal anschauen und auch anhören und uns nicht nur auf die Kritiken darüber verlassen. In dem Sinne, das ist ja schon auch der Sinn des Videos. Einerseits natürlich, um mich irgendwie selbst verständlich zu machen, ne, weil das stört mich schon, dass sich meine Freunde über mich Sorgen machen, dass ich in die falsche Richtung abdrifte.
Denke ich nicht. Ich bin ziemlich zentriert und bin aber, wie gesagt, auch offen gegenüber einem Dialog mit den extremen Seiten, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Ich fand das zum Beispiel auch krass, dass Xavier Naidoo vorgeworfen hat, eine Person, die mit Adriano letzte Warnung, also schon mal selbst mit einer Herkunft, die eigentlich Rechtsextremismus ausschließt, und dann auch mit Brothers Keepers hat er einen Song rausgebracht, ne, wo er sich ganz klar positioniert hat gegen Rechtsextremismus und auch aktiv dagegen vorgegangen ist. Dass man ihm dann zum Vorwurf macht, mit Rechtsextremen in Dialog zu treten. Finde ich krass. Ja, okay. Würde jetzt zu weit führen, ne? Würde den Rahmen sprengen hier, aber weil ihm dann noch andere Sachen noch vorgeworfen wurden, was Reinhard May so in seinen Texten in der 68er-Zeit gebracht hat, also der hat dann nicht die gleiche Klatsche dafür einkassiert. Ne? Und man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, aber ihn deswegen zu canceln, ne? Cancel Culture wird jetzt, kommt jetzt mehr in den Diskurs mit rein und Gott sei Dank, finde ich gut so. Vielen Dank für die, die da den Mut haben, da ein bisschen drüber zu reden. Also ich springe ganz schön hin und her. Aber ja, ich würde gerne darauf hinweisen, ne, weil wir von Risiken reden und sozialer Verantwortung. Ich möchte sagen, die Entscheidung, die ich treffe, mich nicht impfen zu lassen, ich bin mir relativ bewusst, was die Risiken betrifft, gegenüber mir selbst und gegenüber meinen Kindern, meiner Familie und gegenüber meinen Mitmenschen. Wahrscheinlich nicht weniger als andere, als die meisten anderen. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es noch andere Risiken gibt, die wir noch nicht kennen, ne? Was diese neuen Impfstoffe betrifft. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Impfen, ne? Das haben schon die Native Americans gemacht, die Ureinwohner Amerikas, indem sie sich mit Rotze oder mit Eiter von Impfpocken eingerieben haben, ne? Von ihren kranken Mitmenschen. Das ist so, glaube ich, die erste Form des Impfens. Also, gab es bestimmt auch in anderen Bevölkerungen, aber um sich dadurch abzuhärten, ne? Und also um das Immunsystem anzuregen mit abgeschwächten Erregern. Also das finde ich, leuchtet mir ein und finde ich auch okay. Das, was diese Art von Impfung ist, aber was anderes. Die Risiken kennen wir noch nicht. Wundert mich ein bisschen, ne? Weiß nicht, 2 Jahrzehnte, glaube ich, ist das jetzt bestimmt schon, dass wir uns gegen genmodifizierten Mais und genmodifiziertes Soja wehren. Nicht alle, also den meisten ist es egal, aber es gibt ein paar Aktivisten und die meisten sind da gefolgt, weil es ist ja nicht so eine große Einschränkung, auf genmodifizierten Mais zu verzichten, ne? Aber man hat auch immer von den Risiken geredet, die wir noch nicht kennen. Die können wir ja auch nicht kennen, weil so ein groß angelegtes Experiment, ja, dann kennen wir halt die Folgen erst dann, wenn es zu spät ist, ne? Aber darüber oder dagegen haben wir uns lange, lange gewehrt. Und jetzt, naja, ich finde es schon so ähnlich, ne? Also bin eben, wie gesagt, kein Experte, aber ich bin in der Hinsicht eher skeptisch und ich denke, da gibt es auch eher Risiken. Und ich würde mir sowas nicht sofort ins Blut spritzen, sowas Genmodifiziertes, solange es keinen zwingenden Grund dazu gibt. Wenn ich so das Leben meiner Kinder retten könnte, würde ich das machen. Jetzt werdet ihr aber sagen, ja, dann ist es aber zu spät. Dann werde ich aber sagen, meine Kinder haben auch keinen Helm auf, wenn sie hier als Fußgänger durch die Straße gehen, obwohl der Helm eventuell ihnen auch das Leben retten könnte oder so ein Michelin-Schaumstoffanzug. Ne? Es gibt auch so Risiken.
dass meine Kinder sterben. Wir waren auch dieses Jahr sogar im Skiurlaub. Stellt euch das mal vor. Im Skiurlaub müsste man mal gucken, die Statistiken, die Leute, die in Skiurlaub fahren, wie hoch da das Risiko ist, dass man dabei einen tödlichen Unfall haben kann. Oder einen Unfall mal allgemein. Ne? Und wie hoch das Risiko ist, dass man dabei jemand anderen töten kann bei einem Unfall. Also da gibt es nicht so einen Aufschrei. Und Skifahren ist auch immer noch erlaubt. Obwohl das Risiko da eventuell höher ist, zu sterben als Skifahrer, als sich nicht impfen zu lassen. Müsste man mal nachgucken. So, und ja, also diese anderen Risiken, die ich da halt noch mit einbeziehe in meine Entscheidungsfindung und die ich als Aufklärer im Herzen auch gern mit den anderen, mit euch teilen möchte, denen wird man sich zum Beispiel dann bewusst, wenn man der Wissenschaft glauben will. Natürlich wollen wir das, das ist ja Forschung. Ne? Die suchen die Wahrheit, das heißt nicht, dass die Wahrheit haben, sondern die suchen danach. Und da müsste man sich halt bewusst werden, dass die Wissenschaft, dass es da nicht so einfach zu sagen ist, die Wissenschaft, die ist gut und die hat recht, sondern dass man eine Unterscheidung machen sollte zwischen der Privatwissenschaft und der öffentlichen Wissenschaft, die von öffentlichen Geldern, also vom Staat, von der Gesellschaft, vom Volk finanziert wird und dadurch deswegen kein Ergebnisinteresse hat. Ja, die kann relativ objektiv sein. Und dann gibt es aber eben die Privatforschung, Privatwissenschaft, wie das hier bei den Impfstoffen der Fall ist. Da ist kein Impfstoff dabei, der irgendwie von öffentlichen Geldern finanziert wurde und auch von öffentlichen Institutionen vermarktet wird. Also schon mal vermarkten, ne? Dass sowas vermarktet wird, das ist schon mal, darüber müsste man sich schon mal Gedanken machen. Diese Reportage hier von Arte, Forschung, Fakes und faule Tricks, die würde ich da empfehlen. Geht nicht direkt ums Impfen, ne? Sondern da geht es um die Tabakindustrie. Aber da wird halt gezeigt, wie die private Forschung den Wissenschaftsmarkt überschwemmt mit Studien in der Tabakindustrie, da, wo dann irgendwann mal die öffentliche Forschung gezeigt hat, dass es eventuell krebserregend sein könnte zu rauchen. Ist dann die private Forschung eingestiegen und hat ganz, 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 ganz viele Studien gebracht, dass das gibt ja auch noch ganz andere Sachen, die krebserregend sind. Ne? Kommt vielleicht gar nicht vom Rauchen. Ne? Und so wird die öffentliche und seriöse Forschung ein bisschen untergraben. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ist bei den Pharmaka, ne, bei den Impfstoffen, die ja von öffentlichen Geldern bezahlt werden, aber bezahlt, die Bezahlung entgegennehmen private Unternehmen. Und den muss man jetzt nichts Schlechtes unterstellen, ne? Aber die folgen gewissen Prinzipien des Kapitalismus, die es auch in anderen Wirtschaftsbranchen gibt. Und das ist Gewinn, ne? Gewinnmaximierung. Da haben bestimmt auch noch ein paar so einen ideellen Anspruch, Leute zu heilen, aber es gibt da einen Interessenkonflikt definitiv. Und da gibt es auch eine Doku von Arte dazu, Big Pharma. Ist jetzt bei Arte nicht mehr zugänglich. Bei Arte Frankreich, Französisch gibt es das auch, da ist es nur noch gegen Bezahlung zugänglich, aber auf ZDF gibt es die wohl noch. Kann man sich auch mal angucken. Ne? Geht auch nur wenig um Corona, Covid, weil die 2020 gemacht wurde. Aber lohnt sich definitiv, das mal anzugucken, wie das so funktioniert, ne? Nach welchen Prinzipien da geforscht wird, nach welchen Prinzipien da gekauft wird und nach welchen Prinzipien die Preise dort gemacht werden. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Kommentare, denn dank eurer Kommentare kann ich meine Meinung ändern, ne? Eventuell, wenn sie mich überzeugen. Ich kann auch meine Argumentationsweise ändern, um mich verständlich zu machen. Es gibt mir auf jeden Fall eine Rückmeldung darüber,
ja, wie die Welt funktioniert, wie ihr funktioniert, wie ich funktioniere. Und das trägt dann zur Aufklärung bei, ne? Und sozusagen zur Forschung, zur Wahrheitsfindung, von der wir ja weit entfernt sind, aber an die wir uns hoffentlich irgendwie annähern können. Okay, also vielen Dank und alles Gute und bleibt gesund. Tschüss. Oder vielleicht lieber werdet gesund. Denn gesund im tiefen Inneren unserer Seele, also heil, das sind wir auch nur dann, wenn, wenn wir alles, alles geregelt haben, ne? Und keine inneren Konflikte mehr bestehen. Aber das ist dann noch eine andere Ebene. Können wir ein andermal drüber reden. Tschüss.